Die Frauen wollen, dass Männer wissen. Teil 1. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dieser Liste an. Ganz oben die Pille und die Periode. Leute, ihr expose uns jetzt. Aber ja, während der Periode, bitte, bitte, bitte nehmt uns einfach nicht zu ernst. Das heißt, wenn wir da einen Emotionsausbruch haben, dann ist es oft nicht wegen euch, sondern wegen Mrs. Erdbeerwoche. Pille ist übrigens der Horror für den weiblichen Körper. Heißt, wenn du ein Mann bist, dann zeig deiner Freundin, dass du dankbar bist, dass sie das ihrem Körper antut. Weinen. Es gibt nichts Attraktiveres als ein Mann, der weiß, wie man damit umgeht. Heißt, einfach in den Arm nehmen. Man muss nicht immer reden oder erklären. Einfach nur hier sein bei uns. Anhänglich sein. Eine ganz eigene Kategorie. Also für mich ist es so, wenn ein Mann zu anhänglich ist, kotz. Aber wenn er zu distanziert ist, auch kotz. Ich glaube, es ist einfach so eine Grey Zone. Was sagt ihr, Ladies? Die harte Wahrheit. Da geht es wirklich darum, dass ein Mann ehrlich ist und dass man das Gefühl hat, er kann auch über Emotionen sprechen. Oh, ich sterbe. Aber ich schwöre, man hat auch viel mehr Bock auf Sex, wenn ein Mann offen und emotional redet mit einem. Oh, alles gut erklärt. Also wenn eine Frau sagt, ja, passt schon alles, dann habt ihr 50-50 Chance, ihr habt es echt verkackt. Oder es ist wirklich alles okay. Ganz ehrlich, das müsst ihr einfach selber rausfinden, wie das bei der individuellen Frau ist. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr vielleicht wisst, ihr habt was verbockt, dann fragt lieber nach, weil dann sagt sie es euch eh nach dem dritten Mal fragen vielleicht. Die Auberginengröße. Ja, ich glaube, wir wissen mittlerweile alle, es kommt nicht darauf an. Es ist vielmehr die Action, auch die harte Wahrheit, ne, wenn das am Game ist. Dann kann da unten auch was Kleineres sein. Who gives a shit, honestly? Die Klitoris, der Grund, dass sie oft Männern eine Landkarte bieten will zu meinem Körper. Auf jeden Fall, wenn ihr so viel im Internet unterwegs seid, dann verwendet doch mal euer Handy und schaut mal so genau nach, wo befinden sich denn gewisse Dinge im weiblichen Körper. Und natürlich, es will nicht jede Frau gleich berührt werden dort, also informiert euch bei der jeweiligen Partnerin.